Ja, Mäus, willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar ist jetzt bestimmt schon so ein Jahr her oder so, seit dem letzten Community Outfits. Ich habe heute in Snapchat gepostet, blende ich dich auch nochmal hier oder hier irgendwo ein, dass ihr mir Fits einschicken sollt auf meinem privaten Account. Und ja, da sind einige Fits zusammengekommen. Ich habe mir jetzt mal die drei besten Fits meiner Meinung nach rausgesucht und würde euch die einfach kurz vorstellen, sagen, von was die Sachen sind. Und ja, ihr kennt den Spaß, deswegen würde ich sagen, ich fange direkt an. So, ich habe jetzt hier alle drei Outfits auf dem Laptop. Ich dachte, ich tue die jetzt hier mal drauf, damit ich die ein bisschen größer habe und dann ein bisschen genauer drauf eingehen kann. Und damit ich vielleicht nicht scheiße laber, falls da irgendwelche Details sind, die ich im Endeffekt nicht sehe. Und ich würde eigentlich schon mit dem ersten Fit loslegen. So, der erste Fit, der kommt von Udrian. Udrian, irgendwie sowas, genau. Der hat einen Sweater von Eisberg. Ein Gürtel, hat er gemeint, keine Ahnung, Hose. Eine Magella, aber eine Vintage. Und Schuhe, die Puma Tramnomic, habe ich noch nie gesehen, aber finde ich eigentlich relativ nice. Ja, was soll ich da, oder was ich dazu sagen würde, ich finde, dass die Hose und der Sweater perfekt zusammenpassen, weil es halt beide diese hellen Off-White-Beige-Töne sind. Finde ich übelst nice. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so ein Outfit, wo man zeigt, ja, hier, ich habe Full Cash und bin hart am Flexen, aber ich finde einfach, dass es mega gut kombiniert ist. Der Gürtel passt perfekt zu den Schuhen, die Hose passt perfekt zu dem Sweater. Ja, ist halt Knitwear, feiere ich zurzeit eh übelst nice, und finde ich nice. Und ja, ob man jetzt sagt, ich weiß nicht, diese angeblichen Sportschuhe passen jetzt nicht zum Sweater, keine Ahnung, ist jetzt wieder Geschmackssache. Aber in allem finde ich eigentlich das Outfit sehr gelungen, deswegen dachte ich mir, ich nehme es mit rein, ist jetzt auch so ein Outfit, was ich weniger eingeschickt bekommen habe, weil halt meistens irgendwelche Hypebeast-Outfits kamen oder auch Fits, die man so kennt. Und ich finde halt, das ist mal so ein bisschen was anderes. Finde ich echt gut und ja, hat mir gefallen, weswegen ich es auch reingenommen habe. Was ich auch bei der Hose zum Beispiel hier nice finde, wie gesagt, ist ja so eine Magella-Hose, so eine Vintage-Hose, dass halt das Leg-Opening ziemlich weit ist, heißt eigentlich, dass das schon fast so aussieht wie so eine Schlaghose, wird nach unten oder geht eigentlich straight nach unten, so etwas weiter. Und ja, finde ich übelst geil, dass sie nicht unten direkt so in den Schuh reinfällt, wie man es halt kennt von Sportschuhen, die halt bei Skinnyhosen eng zulaufen, sondern halt so ein bisschen auf den Schuh fällt und etwas weiter ist, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut gelungen. Und ja, das wäre es eigentlich schon soweit zum ersten Outfit gewesen. So, dann eigentlich schon zum zweiten Fit. Ich dachte mir anfangs, ja, weiß ich nicht, ist jetzt so gar nichts was, was ich tragen würde, aber finde ich übelst nice, also sehr, sehr gut kombiniert. Er hat hier eine Palace Beanie an, keine Ahnung, ist jetzt dahingestellt, ob man die da in dem Outfit tragen muss oder nicht. Ja, ist halt so ein Accessoire, was er auf dem Kopf trägt. Hätte ich jetzt meiner Meinung nach weggelassen, aber ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Dann ein Guess x ASAP Red Stripe Tee, also das von ASAP Rocky da mit Guess. Und dann noch eine Supreme x Treasure Boyfriend Pant, hat er gemeint. Und den Air Jordan 4 Alternate. Ich hatte den auch mal, habe ihn aber verkauft, aber ich finde hier in dem Outfit, weiß nicht, die Hose ist eigentlich ein absoluter Blickfang, also finde ich sehr, sehr krass, auch wenn die von Supreme ist. Richtig krasses Piece, glaube ich, würde ich sogar selbst auch rocken. Und ja, das T-Shirt ist absolut krass zu den Schuhen kombiniert, weil immer weiß-rot ist. Also wie gesagt, beim T-Shirt und bei den Schuhen. Wie gesagt, die Palace Beanie hätte ich eventuell weggelassen, kann man aber auch wieder sagen, dass es zu der Hose passt. Deswegen, ja, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, aber in allem sehr, sehr, sehr geil. Und ja, wie gesagt, mal was, was ich nicht tragen würde, deswegen habe ich es reingenommen und finde ich mega krass. So, und dann eigentlich schon zum letzten Fit ist von einem guten Kumpel von mir, von Dragan. Ich bin Dragan, gib mir alle Fidget Spinner, sonst mache ich dich Meier-Ass. Ich dachte mir, ich nehme den Fit mit rein, weil, wie gesagt, ein sehr guter Kumpel von mir, finde ich an sich mega krass. Das Outfit hätte ich genauso getragen, deswegen, ich kann absolut nichts dran aussetzen. Er hat hier eine Lederjacke von Diesel an. Man kennt ja von Diesel die Qualität bei Lederjacken, habe ich jetzt schon von mehreren gehört, soll mega krass sein. Dann zu den meiner Meinung nach besten Basic Shirts von Uniqlo, ganz normales schwarzes Basic Shirt, eine Levi's Jeans. Ich bin auch auf der Suche zurzeit nach einer grauen Jeans. Ja, er meinte, Levi's hat mega krasse, müsste ich eigentlich auch mal vorbeigucken. Dann eben die Black Toe, die Jordan und eine Kette von Chrome Hearts und Ringe von Chrome Hearts und einen Rick Toteback, genau, das habe ich jetzt vergessen. Ja, was kann ich da so groß sagen? Finde, die Lederjacke zu dem schwarzen Shirt passt perfekt. Ich bin ja eh der Meinung, dass man nicht über das oberste Layer immer eine Kette anziehen soll. Deswegen hat er es in dem Fall perfekt gemacht. Über das T-Shirt und dann halt eine Lederjacke drüber.
dann Rig Tote Bag, falls man halt was unterwegs mitnehmen will oder so. Ja, passt meiner Meinung nach auch perfekt dazu. Hätte man im Endeffekt auch weglassen können. Ist jetzt nichts, was wo ich sagen würde, ja, keine Ahnung, taugt mir nicht da dran. Dann die graue Hose, finde ich, passt auch perfekt eben zu den schwarzen Akzenten vom Outfit und nochmal so einen kleinen Eyecatcher mit dem Black Toe, eben weil in dem Schuh so weiß ist, finde ich, fällt jetzt da am meisten auf in dem Outfit. Und ja, Accessoires von Chrome Hearts bin ich ja zurzeit auch mega im Film. Und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr gelungenes Outfit würde ich im Endeffekt genau so tragen. Und ja, Grüße gehen nochmal raus an dich, Dragan. Sehr nice. Und dann würde ich schon sagen, das war's auch mit dem letzten Outfit. So, dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's im Video. Ich und Chris haben uns gedacht, dass wir jetzt so einen Account erstellen, irgendwie SNF Outfits oder so, verlinke ich euch auch nochmal unten, dass ihr da, wann ihr wollt, Outfits einschicken könnt, ja, die ihr selber an euch nice findet, mit allen Details halt am besten, woher das Zeug ist, von welcher Marke, dies, das. Dass, wenn wir halt Lust haben, so ein Outfit, so ein Video zu drehen, dass wir halt dann direkt Outfits am Start haben und da auch Leute dran teilnehmen können, die da eben Bock haben. Und dann würde ich schon sagen, das war's eigentlich mit dem Video. Lasst mich mal gerne unten in den Kommentaren wissen, welches Outfit ihr am besten fandet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, servus.